Seit 1950 feiert die Gemeinde Spitz an der Donau am vorletzten Juliwochenende ihre berühmteste Frucht, die Wachauer Marille. In 2 Stunden beginnt das Fest. Gemeinderat Franz Lechner ist bereits jetzt im vollen Einsatz. Wie schaut's aus? Super, wir konnten starten. Ja? Ein Prinzenpaar hält beim Marillenkirtag die Regentschaft. Der Herrscher wird im Geheimen bestimmt. Wer der Marillus ist, das ist doch die einzige Frage. Ja, so interessant wie heuer war es schon lange nicht mehr. Man hat noch nichts gehört, du weißt, ne? Ja, ein paar geredet haben sie ein wenig, nicht? Aber alle, die es nicht werden, das ist eh logisch. Nicht? Aber keiner, nicht der Bürgermeister gerade geredet, der weiß auch noch nicht wirklich. Und mal lass was überraschen. Ja, machen Sie es besonders spannend, was ich auch irgendwie reizend finde. Ist die Vorfreude, wer wird sein, die Leute reden, das ist eine schöne Geschichte, mir gefällt das. 3 Personen aus der Volkstanzgruppe und dem Tourismusverband obliegt die Bestimmung des König Marillus. Er lebt keine 800 Meter entfernt, es ist der 20-jährige Marillenbauer Franz Ströberl. Und, glaubst du, wissen schon ein paar, dass wir das her sind? Tja, ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, ich glaube auch, dass wir das Geheimnis her gut bewahrt haben. Es war schon eine große Überraschung und ich habe mir dann gedacht, ja, warum gerade ich? Aber ja, die Entscheidung ist mir ganz leicht gefallen, weil wer möchte nicht in seiner eigenen Ortschaft der Marillus sein? Seine Prinzessin darf sich der König selbst aussuchen. Eine Wahl, die Jungwinzer Franz nicht schwer fiel. Seine Freundin Vicky soll ihn begleiten. Schließlich ist auch sie Marillenkennerin. Zum Marillen kochen kann man ja alle nehmen. Das schneidet man dann einfach raus. Marillen sind super. Im Sommer freue ich mich immer schon sehr auf die Marillenknödel von der Oma. Das sind immer die besten. Mein kleiner Bruder, der macht es jetzt auch schon sehr gut. Da freuen wir uns immer sehr, wenn es die Marillenknödel gibt und auch die Marillenmarmelade. Lassen wir noch die Sachen beieinander haben. Ja, die Tracht dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Das Diadem, die Schärpen. Ja, am besten geben wir alles miteinander in den Koffer. Dass wir das dann das Geheim dann reinbringen am Marktplatz. Mhm. Dass uns ja auch keiner sieht. Ja, auf jeden Fall. Neben den Personen, die König Marillus erkoren haben, sind nur die Eltern des Prinzenpaares über den royalen Stand eingeweiht. So soll es bis zur offiziellen Verkündung auch bleiben. Vicky hat hier schon ihre Erfahrungen. Wo sind deine Schuhe? Drin. Vor 2 Jahren war ich auch schon mal die Prinzessin. Und ja, da könnte ich mir schon vorstellen, dass vielleicht ein paar Mädels sagen, ja, die weiß ja eh schon mal. Ja, kann man nichts machen, ist halt dann so. Ich hoffe mal, dass uns keiner neidisch ist und uns den heutigen Erfolg gönnt. Während sich das Paar auf den Weg zum Festplatz macht, sammeln sich hier bereits die Besucher. Die Gespräche um die Monarchen sind im vollen Gange. Er soll einfach ein gestandener Spitzer sein. Soll die Kultur und die Tradition, die was am Marillenkirtag und in Spitz gelebt wird, soll er einfach weitertragen. Im Prinzip weiß man eigentlich nur, es sind Spitzer, ein Spitzer Bursche, ein Spitzer Mädel und sind beide, glaube ich, aus der Volkstanzgruppe. Nein. Sind alle da? Wir sind alle da. Ja, stimmt. Ja. Waren auch die von der letzten Volkstanzgruppe Wochen ist keiner, und ja. Weil es sind alle Burschen da und es sind auch alle Menschen fast da schon. Bis auf eine und die ist arbeiten oder kommt jetzt dann gleich. Doch einer der Volkstänzer weiß in Wahrheit mehr. Denn Leiter Matthias Hirzberger hat den König mit ausgesucht. Es sind schon Tipps gefallen dort in die Richtung hin. Was für mich heißt, wir haben eine gute Wahl getroffen. Weil es ja dann doch jemand ist, der gut in das da hineinpasst. Und, aber im Endeffekt sind es 3 Personen, die wirklich eingeweiht waren jetzt. Beim Spitzer Marillenkirtag in der Wachau wartet die Gemeinde auf die Verkündung ihres neuen König Marillus und seiner Prinzessin Aprikosia. Unerkannt konnte sich das Regentenpaar im Gebäude neben der Bühne verstecken. 3 Tage werden sie herrschen. Herr Bürgermeister, jetzt ganz unter uns, wie heißen die 2 Wochen? Unter uns ist gut. Aber es ist die Tradition, wie schon gesagt, seit über 60 Jahren. Auch ich weiß nicht, wer mir die Arbeit abnimmt. Und ich bin genauso gespannt wie Sie oder wie du, wer es heute sein wird. Und ich glaube, wir können das Geheimnis lüften und die beiden sollen jetzt zu uns kommen. Einen herzlichen Applaus für die beiden! Bitte schön. Und was sind in den nächsten 3 Tagen so eure Aufgaben? Ja, in erster Linie sollen wir an den 3 Tagen präsent sein, den einen oder anderen Tag
Den einen oder anderen Tag sind wir dann auch die Stände besuchen. Es ist natürlich auch wichtig, dass man da die Original-Wachauer Marille vertritt. Das gibt es bei uns noch in der Wachau und das ist mir eigentlich ein ganz wichtiges Kriterium. Wie wir da jetzt rausgegangen sind bei der Tür, hat man es gemerkt an der Haut, wie wir zittern alle zwei. Es ist schon eine Aufregung dabei, auf jeden Fall. Aber es war sehr schön dort auf der Bühne, wo man oben steht. Wir erklären hiermit den Marillenkirchtag 2013 offiziell für eröffnet. Danke! Die neuen Regenten mischen sich unters Volk. Vorherige Ängste vor möglichen Kritikern verfliegen hier schnell. Die Bürger und Besucher nehmen die Hoheiten positiv an. Na, natürlich eine Überraschung, ganz klar. Und ich glaube, dass das eine ganz gute Entscheidung ist. Und die werden das auch super machen, da bin ich fest überzeugt davon. Eines der festlichen Highlights ist der Marillenknödelautomat, aus dem die Besucher frische Knödel bekommen. Zubereitet werden sie in der Hauptschule. Die neuen Monarchen wissen um ihre Pflichten und besuchen die fleißigen Damen. Können wir euch was helfen? Oder kosten? Können wir. Ich habe schon öfters Knödel geguckt und die sind noch immer aufgegangen. Die haben sie aufgelöst. Aber Übung macht den Meister. Habe ich noch nicht gemacht. Ich hab schon mehr gegessen als gemacht. Oder wie mache ich dann so aus? Muss es komplett zu sein? So, ich schau, was möglich ist, nicht? Na super. Ja. Kann man lassen, oder? Kannst du da bleiben? Also, ich finde das ganz lustig, wenn man da ein bisschen mithelfen kann als Marillas und Aprikosia. Wenn man den Fleiß dahinter dann genau mitkriegt, was da eigentlich was dahinter steckt, hinter so einem Kirchtag. Und ich meine, das ist ja Wahnsinn, wie viel Knödel da verkauft werden an dem ganzen Marillenkirchtag, oder? Was haben wir da so? 5.000 haben wir vorher. 5.000 waren vergangenes Jahr. Ja, 5.000 das vergangene Jahr, das ist ja Wahnsinn. Das Springspar kommt jedes Jahr da vorbei. Aber Knödel machen, glaube ich, war diesmal, glaube ich, das erste Mal. Premiere. Genau, richtig. Wer hat den Knödel gemacht? Der Franzi und Viktoria. Wann? Ja. Ja, da ist mir was entgangen. Ja, von lauter Unruhe. Ist eins da noch fähig? Ja, vorne liegt's. Ja, dann werde ich kosten. Kosten müssen natürlich auch die Hoheiten. Man muss ja wissen, was man repräsentiert. Dann geht es weiter zu den Standbetreibern und Gästen. Auch die Eltern des Königs sind zu Besuch. Gratulation. Servus, hallo, danke. Wir sind sehr stolz auf beide. Auf unseren Sohn und auf seine Freundin genauso. Ich glaube, er macht es ganz gut. Von der Größe her passt er auch. Begeistert zeigen sich auch die anderen Gäste. König Marillo, soll man dir verzählen, Helena? Hat dich heute schon mal eingeladen? Eigentlich nicht. Na, dann kriegst du sie. Ja, normal muss ja der König seine Untertanen einladen. Aber wir machen es anders. Ma, danke, es ist uns eine Ehre. Ja, es ist wirklich schön, wenn man das Interesse der Leute merkt und auch spürt. Und man genießt es wirklich. Es ist ein wunderschöner Moment und man freut sich dann auf die zwei weiteren Tage. Für mich grundsätzlich ist es so, dass ich jede Sekunde da jetzt genieße. Es ist wirklich sehr angenehm, da jetzt der König Marillas zu sein und ein bisschen im Mittelpunkt zu stehen. Die dreitägige Herrschaft der Marillenhoheiten ist eine der kürzesten in Österreich. Kurz, aber nicht weniger schön.